Servus und herzlich willkommen wieder bei mal einer neuen Ausgabe von Resident Evil Part 7 oder 8, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 8. Wir sind hier stehen geblieben am Klavier. Wir haben die Notiz gefunden. Aber der Typ hier will nicht spielen. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Okay, wir gehen weiter. Es bringt ja hier nichts rum, hier zu stehen. Also wir gehen weiter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in die Kühlbox runtergehen, also in den Kühlraum runter. Aber wir gehen auf Nummer sicher und schauen mal, was unten auf uns wartet. Ich glaube, unten ist auch eine Tür, die man mit diesem Schlüssel hier aufmachen kann, mit dem Rüstungsschlüssel. Ich glaube es halt, ich weiß es nicht, ich muss mal nachschauen. Hier sind Zombies. Da ist aufgestanden. Oh, komm her. Komm, 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 Baby. Komm zum Papa. Oh, ja. Nein, nein, nein. Genau. Der Strom. Und jetzt bin ich am Arsch. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Ein Schuss. Perfekt. Das war gut. Das war jetzt Glück. Ich glaube, das war jetzt richtig Glück. Dass der gleich auf zu Knie gegangen ist. Wir gehen mal weiter. So, diese, ich kann nicht mehr reden, Alter, vor lauter Aufregung. Wartet kurz, ganz kurz, ich muss mal nachschauen. Wir sind hier. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann ist hier nichts. Und dann gehe ich hier, hier. Erdgeschoss. Man geht hier rein, dann geht. Wenn ich jetzt hier geradeaus reingehe, dann ist hier eine Treppe. Und dann gehe ich hier rein. Da ist dann. Wo ist hier eine Tür? Ah, okay. Aber drüben ist es so gefährlich, wenn ich muss. Weil drüben ist der Zombie mit den. Wie soll ich sagen, da? Drüben ist der Zombie, der gefährliche da. Wir gehen mal hier in die Halle. Wenn ich hier jetzt geradeaus gehen würde, dann komme ich wieder hinauf, wo der Zombie mich in einem anderen Bad umgebracht hätte. Und das will ich nicht. Wir gehen einen anderen Weg, der vielleicht sicherer ist. Zur Tür, die verschlossen ist. Komm. Man muss hier auf alles gefasst sein, ehrlich. Man muss hier auf alles gefasst sein. Ich hoffe, die Tür geht. Nein. Helm-Symbol. Ei, Helm, Helm, Helm. Keine Ahnung, was noch. Wir gehen mal hier rein. Hier gibt es auch genug Türen, die man prüfen muss, ob die aufmachen oder nicht. Mit dem Schlüssel, da kommen wir wieder hinauf. Man muss sich hier langsam, langsam, aber sicher vorwärts arbeiten. Von unten nach oben, wieder nach unten nach oben. Ja, das ist. Unten oben hört sich nach Geschlechtsverkehr an. Ne? Nee, aber man muss sich wirklich hier langsam vorarbeiten, dass man hier sicher durchkommt. Wenn man hier Rambo spielt. Was ist das? Bitte. Alter. Oh nein, Mann. Oh nein, ey. Willst du mich wieder verarschen, ey? Bitte. Bitte. Erschreckt mich nicht, ne? Was ist das denn? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott. Oh Junge. Weg hier, weg, 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 Alter. Oh nein, Alter, ich hab fast, Alter. Boah, ich hab mich gerade fast verschluckt, ey. Alter. Ey. Wirklich. Oh nein. Was ist das denn? Was ist das denn?
Rein da. Alter. Fühle ich mich mal eine Sekunde sicher. Alter, verfolgt mich der Typ jetzt. Oh, meine Fresse. Ich krieg hier einen Herzinfarkt, ey. Was ist, Alter, bitte, Alter, nicht schon wieder, Krähen, Alter. Nein. Das ist jetzt ein Rätsel hier. Wie genau hier durch? Ich hoffe, die Krähen springen mich hier nicht an, Alter. Alter. Lisa geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Armband, Halskette und Krone, okay. Am unteren des Rand des Bildes ist ein Schalter. Drücken Sie den Schalter. Nein. Okay, die hat Orange, Violett, Grün, Orange. Wir gehen mal erst Orange. Ich glaube, das geht nach Farben, glaube ich jetzt. Was? Ah, ich habe das nicht gelesen. Was steht da? Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter. Nein. Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Das Bild des Weisen hat sich rot gefärbt. Mit einer Krone. Was? Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Nee, Orange ist die Krone nicht, das ist grün. Ich glaube, das ist es nicht. Schauen wir mal das. Mit einem Armband. Ja, jo, jo. Das Bild selten hat sich orange gefärbt. Ich glaube, das ist richtig. Armband ist ja orange. Dann gehen wir hier. Was ist da? Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Es liegt in gelbem Glas. Da liegt ein Schalter. Das Bild eines Heiligen liegt ungefähr. Jo, ich glaube, das ist auch richtig. Und das hier ist, glaube ich, violett. Das Bild eines Heiligen mit einer Halskette. Die Halskette hat sich in Purpur gefärbt. Ja. Und wenn ich jetzt den Schalter drücke, glaube ich, dann springen mich die. Ja. Perfekt. Und die Todmaske. Ich glaube. Die Tür ist verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Okay. Ah, das kann da. Die Jill kann das jetzt aufmachen, aber ich glaube, mich bringen jetzt die Krähen hier an. Doch nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, ich hoffe, der Zombie ist jetzt weg, ihr Alter. Sonst kriege ich einen Herzinfarkt. Ehrlich. Nee, ist er nicht. Natürlich ist er das nicht. Wo ist denn der Papa? Oh nein. Weg hier. So. Oh, hab ich mich erschrocken. So, ich gehe mal hier. Oh, nein! Oh. Er muss... Alter. Er muss mich doch fressen. Er muss mich fressen, Alter. Ein kleiner Spastenhurensohn. Wir gehen mal hier. Oh, was ist das denn? Das lassen wir mal hier. Die Todmaske lassen wir auch hier. Das lassen wir auch mal hier, mal schauen. Das nehmen wir zu aller Sicherheit mal mit. Was ist das denn? Oh, schön. Woher kommt denn das? Mitnehmen. Schön, schön. Ja. Oh, Munition. Wir hatten die Geschenke hier hinterlassen. Ne? Da bin ich müde, da bin ich ihm dankbar.
So, Spray, Erste Hilfe Spray lassen wir auch mal hier. So, speichern. Nee, wir speichern nicht. Oder wir sparen zu aller Sicherheit. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob mich jetzt hier irgendwas umbringt oder so. Dann kann ich wieder von vorne anfangen und dann ist es halt scheiße. Ja, wir speichern hier am besten. Ist noch. Ich weiß, ich bin ein Weichei. Ich habe Angst. Ich muss speichern. Sonst ist es hier am Arsch. Ich trinke noch was schnell. So, Speichern beendet. Wir gehen dann mal weiter. Ich glaube, ich habe draußen einen Zettel gesehen, da wird sowas draufstehen. Mhm. Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Ich gehe vor und suche einen Weg hinaus, Wesker. Okay, danke. Danke, Wesker. Du bist ein netter Typ. Hast was gut bei mir, würde ich mal sagen. Okay, wir sind jetzt unten, haben wir alles durchgesucht. Sie haben. Okay, wir gehen mal hier rein. Mal schauen, was es hier so gibt zum Untersuchen. Mhm, die Musik hört sich jetzt nicht so prickelnd an. Die Tür ist verschlossen. Dieses alte Schloss kann leicht. Aha. Ah, okay. Ich verstehe schon. Ich brauche den alten Schlüssel. Was ist da? Ich hoffe, es kommt ein Zombie unterm Bett raus. Er soll Hilfegast mitnehmen. Natürlich nehmen wir ihn mit. Die Musik finde ich richtig geil. Was? Die Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu. Oh, danke. Das werden wir jetzt gleich brauchen. Mhm. Ja, bei so einer Situation im Haus würde ich das auch machen. Wir nehmen das mal und verwenden es gleich mal. So, hier rein. Wir müssen jetzt gleich wieder Schluss machen. Wir gehen nur hier rein, in den Raum schnell. Ja, okay, ja. Wir gehen hier schnell raus. Wir sind schon wieder bei 13 Minuten angelangt. Okay, das schaut interessant aus. Ich mache am besten hier Schluss. Danke fürs Reinschauen. Dieser Part war richtig geil, finde ich, meiner Meinung nach, weil ich habe mich richtig in die Hosen geschissen. Danke fürs Reinschauen, abonniert mich, schreibt Kommentare, schreibt die, was nicht gut ist, schreibt was gut ist. Wenn euch das gefallen hat, abonniert mich und was weiß ich noch was. Man sieht sich wieder im anderen Part, im nächsten Part, haut rein, bleibt gesund, man sieht sich und genau, was habe ich vergessen? Genau, und lasst euch nicht von Stars erwischen.